Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil dieser Videoreihe zum Netzwerk-Trust-Problem. Heute geht es endlich um die Prüfungsaufgabe. Wir haben in den letzten Videos kennengelernt, was ein Netzwerk ist, was ein Fluss ist, was ein ST-Schnitt ist, was die Kapazität eines ST-Schnittes ist, was es mit dem Max-Flow-Minkah-Theorem auf sich hat, wie der Ford-Falkerson-Algorithmus funktioniert, was ein augmentierender Weg ist, was ein Residualgraph ist und. Schaut euch einfach die letzten drei Videos an, dann seid ihr topfit vorbereitet auf diese Prüfungsaufgabe. Und ich würde mal sagen, springen wir einfach mal in die Aufgabe. Gegeben sei folgendes Netzwerk N. So, N ist jetzt hier so definiert, dass wir V, E, C, S, T als Tupel haben. Und wir haben in unseren Videos diese Bezeichnung gehabt, dass wir einen Digraphen brauchen, dass wir eine Kapazitätsfunktion U brauchen, Quelle und Senke. So, jetzt ist es so, dass das hier das Gleiche ist, weil ein Graph G ist das Tupel aus Knoten und Kanten. Okay, also das ist das Gleiche und auch U und C ist das Gleiche, weil manche benutzen C Capacity, Kapazitätsfunktion, ja, auf Englisch heißt das einfach, es ist einfach mit C geschrieben und deswegen nicht verwirren, wenn da ein C steht und kein U, okay? Also die zwei häufigsten Varianten ist entweder mit C oder U, okay? Ist beides eine Kapazitätsfunktion, beides dieselbe. Gut, gehen wir in die Aufgabe A rein. Also, berechnen Sie für das angegebene Netzwerk N einen Maximalfluss. Geben Sie zu jedem Schritt die augmentierten Wege an. So, es ist so, wenn wir einen Maximalfluss herausfinden wollen, haben wir im letzten Video kennengelernt, müssen wir den Ford-Falkerson-Algorithmus verwenden oder können wir den Ford-Falkerson-Algorithmus verwenden. So, wie funktioniert der? Also, wir fangen an, indem wir uns einfach mal alle Knoten nochmal aufschreiben. Genau. Genau. Und ja, also wir haben ja hier unseren Nullfluss, ja, F0. So, und jetzt suchen wir uns in diesem Graphen einen augmentierten Weg. Wir haben ja gesagt, wenn wir, also das ist jetzt hier erstmal F1 und dann gibt es hier gleich noch GF1, den Residualgraph. Wir suchen uns ja im Residualgraphen einen augmentierten Weg aus und zeichnen den dann ein. So, jetzt normal beim Nullfluss gibt es noch keinen, also gehen wir jetzt den Weg. Also wir sollen ja in jedem Schritt angeben, welchen Weg wir gehen. Also P1 wäre dann zum Beispiel, können wir mal sagen, okay, gehen wir hier ganz trivial ganz oben lang, ja, S, A, B, T, okay, also S, A, B, T, das ist unser ST-Weg im Residualgraphen. So, das bedeutet, wir können erstmal Folgendes machen, erstmal so einfach, damit ich gleich einfach alles kopieren kann, kopiere ich mir mal kurz das hier. So, wir zeichnen unseren Graphen erstmal ganz normal hier ein, wie wir es kennen, wie es da oben auch eingezeichnet ist. So, jetzt ist es so, dass wir den Weg von S nach über A und über B nach T gehen wollen. So, das heißt, wir haben diese drei Kapazitäten auf dem Weg und die kleinste Kapazität ist die 2. Das heißt, wir können durch alle drei Kapazitäten maximal mit der Kapazität 2 durchgehen. Ja? Weil wenn wir hier jetzt mit 3 gehen, passt das hier, aber hier wäre dann ein Problem. Da haben wir nämlich nur Kapazitäten von 2 über. Okay? Bedeutet, hier verwenden wir 2 von 3, hier verwenden wir 2 von 4. Und hier verwenden wir einfach alles. Okay, hier habe ich die Kante vergessen. So. Ja, hier haben wir noch 0 von 3, 0 von 2, 0 von 1. Ja, und du merkst, das ist relativ viel Schreibarbeit. Ja. Okay,
Wie sieht jetzt unser Residualgraph aus? Also, nochmal kurz alles hier rein kopiert. So, wir haben gesagt, wir gucken uns jetzt den Weg von S nach A an. Wie viel ist da noch verfügbar? Wir haben noch eine Kapazität von 1 verfügbar. Und 2 sind verbraucht. Also, ihr kennt das aus dem letzten Video, dann 2 gestrichelt nach hinten. So, gleiches Spiel für A nach B. Da sind 2 verwendet worden. Und 2 haben wir verbraucht. Und es gibt keinen Weg mehr von B nach C, weil wir alles aufgebraucht haben. Ja, so, und jetzt zeichnen wir noch die restlichen Kapazitäten ein. Also hier noch eine Kapazität von 1, hier noch von 2, 3, 1 und 4. Genau. Jetzt ist es so, dass wir den nächsten Weg gehen wollen. Immer von S aus starten wir. Und jetzt können wir uns aussuchen. Wir müssen jetzt hier reinschauen. Immer in dem Vorgänger-Residualgraphen schauen wir, welchen Weg wir gehen möchten. Okay? Okay. Kann sein, wir möchten, sagen wir mal, hier unten einfach lang gehen. Hier, hier und hier. Da können wir maximal mit einer Kapazität von 1 durch. Ne? Ist ja klar. Weil, kurz mal hier weg. Weil einfach hier nur eine Kapazität von 1 möglich ist. Hier und hier sind zwar eine höhere Kapazität möglich, aber das würde dann Probleme hier verursachen. Okay, also gehen wir den Weg S, C, D und T. Also, sieht dann folgt aus. F2. Also F2, wir gehen, hier sind noch eine Kapazitäten 2 von 3 verfügbar. Hier verändert sich nichts, hier kann man ja alles wie oben übernehmen. So, es verändern sich nur die Kanten, wo wir lang gehen. Ja? 0 von 1, 0 von 2. So, wir gehen jetzt hier unten lang. Da haben wir jetzt 1 von 4 verbraucht. Hier unten haben wir 1 von 1 verbraucht und hier unten haben wir 1 von 3 verbraucht. Okay, so, wie sieht jetzt unser Residualgraph dazu aus? So, also, von S nach A haben wir Kapazität von 1 noch verfügbar, 2 wurden schon verbraucht. So. Hier auch 2 verfügbar noch, 2 verbraucht, 2 verbraucht. So, hier sind noch 2 verfügbar, noch 1 verfügbar, 2 verfügbar. Hier unten sind noch 2 verfügbar, einer wurde schon verbraucht. Hier wurden schon alle verbraucht, das heißt, hier können wir gar nicht mehr lang. Und hier sind noch, ist noch eine Kapazität von 3 verfügbar und 1 haben wir schon verbraucht. So, und jetzt gehen wir wieder einen Weg entlang, okay, in dem hier. So, wir können von S nach oben oder nach unten gehen. So, wenn wir mal nach oben gehen, kommen wir zu A, von da aus können wir noch zu B. So, aber von da aus können wir nicht zu C, T, da gibt es keinen Weg mehr, ja. Was wir aber machen können, ist hier runter zu gehen. Da merken wir aber, okay, dann haben wir in C eine Sackgasse, weil hier lang geht es nicht. Ja, da gibt es keinen Weg. Also können wir diesen Weg hier nicht nutzen. Gehen wir die nächste Kante, gehen wir hier lang, kommen wir zu D, das klappt. Und von D können wir zu T, ja, also diesen Weg können wir laufen. Okay, wir haben hierfür
maximal eine Kapazität von 1 verfügbar. Ja, wir können da durch die Kanten nur mit maximal 1 gehen. Okay, so, im Prinzip habt ihr mittlerweile ja verstanden. Also, Pi 3, wir gehen von S über A über B über D nach T. Okay, so, wie sieht das dann aus? F3 sieht dann folgendermaßen aus. Zeichnen uns jetzt ein. Jetzt haben wir hier noch eine Kapazität mehr verbraucht. Also jetzt haben wir hier alles voll ausgeschöpft. So, hier hatten wir eine Kapazität von 2. Und jetzt kommt noch eins dazu. Also haben wir jetzt 3 verbraucht von 4. Hierhin haben wir alles verbraucht. So, in die Richtung haben wir gar nichts. Ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Im Prinzip habt ihr ja eigentlich verstanden. Und wenn nicht, fragt nach. So, also hier haben wir unsere Kapazität ausgenutzt. Hier sind wir gar nicht lang gegangen. Und hier haben wir noch eine Kapazität ausgenutzt. So, okay. Wie sieht dann unser Residualgraph aus? Okay, wir haben jetzt hier keine Kapazität mehr frei. Das ist 0, also können wir das weglassen. Hier eine 3. Nehmen wir nur noch eine verfügbar. Hier sind 3 schon verbraucht. Hier sind 2 schon verbraucht. Hier sind noch 2 verfügbar. So. Jetzt haben wir hier 2 verfügbar. Und quasi 1 verbraucht. So. Genau. Dann haben wir hier noch 3 verfügbar und 1 verbraucht. Hier ist es alles verbraucht und 2 verfügbar und 1 verfügbar, genau, und 2 verbraucht. Da muss man immer höllisch aufpassen, dass man hier nicht durcheinander kommt. Ja, das ist so alles sehr, sehr anfällig auf Flüchtigkeitsfehler, sage ich mal. So, und jetzt müssen wir schauen, in dem Graphen gibt es noch einen augmentierenden Weg. Den einzigen Weg, den wir gehen können, ist der hier, ne? Weil wir dürfen nur die dicken Linien lang gehen, ja? Also gestrichelte Linien dürfen wir nicht lang gehen. Okay. So, und wir sehen, wir können zwar hier den Weg nutzen, nach C, aber dann ist das hier eine Sackgasse. Ja, wir kommen nicht mehr nach T. Es gibt keinen augmentierenden Weg mehr nach T. Und dann haben wir, wenn das geschieht, haben wir im letzten Video kennengelernt, dann haben wir unseren Maximalfluss gefunden und wir sind mit der Aufgabe A fertig. Okay, das ist unser Maximalfluss. Gut, also schauen wir uns dann die nächste Aufgabe an. Berechnen Sie die Kapazität des Schnittes S, ist die Menge A, B, C, S, A, B, C. So, sagen wir es. Okay, ich mache das mal hier kurz mal weg, dann können wir das direkt hier nebenan machen. So, also, man schreibt auch Capacity von S, ja, vom Groß S, ja, das ist ein großes S, das ist nicht die Quelle, ja. Das hatten wir so definiert, falls du dich noch dran erinnerst, ja. Jetzt ist das aber keine Menge x, sondern eine Menge s, also ist das hier s, ja, das ist der einzige Unterschied. So, und wir können den Schnitt ja einmal einzeichnen. Der Schnitt soll die Menge s, a, b, c von den anderen trennen, ja, also wir haben hier s, wir haben hier a, wir haben hier b, wir haben hier c, also machen wir hier den Schnitt rein. Okay, so vielleicht, dass man die Kapazitäten auch noch sieht, dass die nicht verschwinden. So. So, das ist der Schnitt. Ja, das ist der Schnitt S. Okay, jetzt soll man die Kapazität dieses Schnittes bestimmen. Das haben wir hier schon. So, das ist U von, jetzt schauen wir uns alle hinausführenden Kanten an. Das ist die Kante
Ja, das ist einmal, ich zeichne euch das am besten einfach ein. Das ist die Kante, die geht hinaus. Sieht man das vielleicht ein bisschen dicker? Kurz mal ein bisschen dicker. So, also diese Kante geht hinaus. Welche Kante geht noch aus dem Schnitt raus? Diese Kante geht aus dem Schnitt raus. Und diese Kante geht aus dem Schnitt raus. Ja, alle Kanten, die aus dem Schnitt rausgehen, gehören zur Kapazität. Okay? So eine Kante, die jetzt in den Schnitt reingeht, nicht. Okay? Auch Kanten innerhalb des Schnittes sind nicht, gehören nicht zur Kapazität. Auch nicht außerhalb. Okay? Nur Kanten, die rausgehen, deren Kapazität wird gewertet. Und diese Kapazitäten werden jetzt einfach addiert. Ja? Wir haben einmal die Kapazität von 2 plus Kapazität von 1 plus Kapazität von 1. Das ist die Kapazität 4 insgesamt, okay? Also haben wir eine Kapazität von 4 bei diesem Schnitt. So, jetzt ist in der Aufgabe C gefragt, hat der Schnitt S minimale Kapazität? Begründen Sie Ihre Aussage. So, und in der Aufgabe C verwenden wir das Max-Floor-Minkert-Theorem, denn wir wissen ja, minimale Kapazität hat, also der maximale Flusswert ist gleich dem minimalen Kapazitätswert. Also schauen wir uns einfach mal den Flusswert unseres Maximalflusses an. Kommen wir hier nochmal runter und wir sehen, Flow von F ist, wie viele Kanten kommen in S rein? Das ist einmal die Kante und einmal die Kante. Es zählen nur gestrichelte Linien. Diese Kantenmenge zählt nicht, weil die durchgezogen ist. Also 3 plus 1 kommen rein. Minus wie viele gestrichelte Linien gehen raus? 0. Also haben wir insgesamt Kanten, haben wir einen Flusswert von 4. Und da das ein Maximalfluss ist, ja, Maxflow. Und dann gilt, also auf die Frage, hat der Schnitt S minimale Kapazität? Wenn der Maximalflusswert phi hat und der Schnittwert phi hat, können wir das mit Ja beantworten. Ja nach Max Flow Min jetzt will ich es nicht mehr schreiben. Cut. Theorem gilt Maxflow gleich MinCut, ja? Also Maximalfluss, der Wert vom Maximalfluss ist gleich der Wert des minimalen Schnittes und ja, es gilt 4 gleich 4. Also haben wir hier eine minimale Kapazität im Schnitt S. So, und das war's auch schon. So einfach ist der Ford-Falkerson-Algorithmus. So einfach sind Aufgaben zu Netzwerkflüssen. Es ist halt sehr, sehr, ja, aufwendig, alles immer aufzuschreiben. Und aber das mehr ist es auch nicht. Sehr, sehr einfach, aber ist halt sehr lästig, ne? Alles immer aufzuschreiben. Dauert immer auch so ein bisschen. Aber ja, so ist das nun mal. Gut, ihr habt jetzt verstanden, was ein wie man solche Aufgaben behandelt, wie man solche Aufgaben löst, wirst auch in deiner nächsten Klausur hoffentlich dann diese Aufgaben so lösen, wie du sie lösen möchtest. Also am besten perfekt. Kleine Flüchtigkeitsfehler können da immer passieren. Mach dir da nichts draus. Genau. Wenn du noch mehr weiter solche Videos sehen möchtest, dann lass doch gerne ein Abo da, lass gerne ein Like da. Oder kommentiere einfach ein bisschen was, was du als nächstes sehen möchtest. Und dann mache ich auch mehr Videos in die Richtung algorithmische Mathematik und Numerik. Bis dahin, alles Gute, wir sehen uns.